Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Oli. Und zwar heute aus ungewöhnlicher Perspektive. Ihr guckt sozusagen aus meiner Steampunk-Anlage raus. Also wenn ihr ein kleiner Lokführer wärt, ihr würdet rausgucken, ihr würdet mich genauso sehen. Ja, warum mache ich das heute? Ich hatte es ja schon mal erwähnt vor einiger Zeit, dass... Anlage, die ja jetzt hier gut 5 Meter breit ist, 4,80 Meter irgendwo dazwischen, plus Wendel hier drüben noch mal so 80 Zentimeter in der Tiefe rein, extra noch zur Anlage, die ja so 1,40 Meter tief ist. Und dass ich auf der anderen Seite meines Zimmers weiterbauen will. Und das habe ich jetzt angefangen. Und da möchte ich euch einfach in den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit mal mitnehmen, während ich parallel hier drüben weiter auch baue an meiner Anlage, möchte ich hier drüben, hier sehen wir es schon, das gab es also alles früher nicht, was wir hier sehen, diesen Holzaufbau. Im letzten Video hat man es, glaube ich, mal kurz gesehen. Da hatten wir so eine Aufnahme so ein bisschen von der Ecke. Da hatten wir das Rollo hier drüben ja mit drauf ein bisschen. Da hatte ich aus der Ecke auch rausgefilmt. Und hier drüben, hier unten, ich gehe mal auf die andere Seite, vielleicht ist das besser. Nee, viel besser ist es nicht. Da seht ihr übrigens meinen Arbeitsplatz, mein Schreibtisch. Alles ein bisschen chaotisch, weil ich das ja erst hier so im Rohbau jetzt gebaut habe. Und da hinten seht ihr den 3D-Drucker. Da liegt auch so ein bisschen Kram drin rum. Das aber, weil ich hier oben alles jetzt aufgebaut und wie auch immer alles im Rohbau jetzt hier noch habe. Und zwar wird die Platte sozusagen erweitert von der Zimmerecke, wo ihr jetzt sozusagen seid, hinten am Fenster lang, da kommt eine große Brücke. Das werde ich euch nochmal gesondert irgendwo mit zeigen, wie ich das dann vorhabe. Da gucken ja die zwei Gleise hinten raus und dann geht das da hinten sozusagen, kommt dann die, ich mach's mal über die Kamera, ich guck mal hier unten rein, sozusagen kommt dann die Bahn hier unten reingefahren und dann kann sie sich hier hinten, das ist also relativ... Ja, ich kann mal kurz einen Zollstock anhalten. Das ist also jetzt hier eine Tiefe von ja, gut 35 cm als Durchfahrt. Das hat einfach den Grund, wenn ich hier unten an meinem Platz sitze, habe ich öfter schon das Problem gehabt, dass ich selbst hier oben mich gestoßen habe beim Aufstehen. Deswegen ist hier auch nochmal ausgeschnitten worden die Lampe. Das zeige ich euch noch ein paar Bildchen, wie ich das gemacht habe. Das ist alles kein Ding. Das könnt ihr alle vielleicht viel besser noch als ich. Aber ich will es noch machen. Die sind also leicht schräg angebaut. Die sollen nach hinten leuchten. Und hier vorne kommt... eine Blende dran. Das ist so ein Holz. Mal gucken, ob ich jetzt hier alles niederreise bei mir drin. Guckt mal, so ein Holz. Das kommt hier nachher noch dran. Dann ist das hier vorne alles zu. Dasselbe kommt hier unten dran. So, dann ist das auch alles verblendet. Und das wird alles noch schick gemacht. Das bleibt natürlich jetzt nicht so, wie es hier ist. Hier stehen jetzt hier diese Hölzer drunter, dass es alles hält. Das wird natürlich alles noch schicker gemacht, wie gesagt. Und hier an dieser Stelle, das ist so, na, ich sag mal 1,50 Meter, tja, 1,50 Meter, 1,60 Meter tief, kommt also eine Bahnhofsanlage hin, hier hinten. Die geht dann bis dahinter, das geht noch ein Stückchen weiter hier. Und so, dass man hier vorne ein bisschen, ja, rangieren kann, fahren kann. Hier hinten, wie gesagt, ihr kennt mich, ich baue meistens ein bisschen verrückt. Hier kommt nämlich eine Strecke ein bisschen höher rein, die andere ein bisschen tiefer, so dass ich da hinten auch ein bisschen mit der Höhe spielen kann. Die Höhe hier übrigens, die ist circa 40 cm, also durchaus ausreichend. Und ihr seht, was ich immer meine, wenn ich hier bei mir stehe, in meinem Räumchen, ich bin 1,88 Meter groß und ich habe die Eisenbahn komplett im Blick. Das heißt, von der Erde bis hier hoch, das möchte ich euch mal zeigen, warum ich mich dafür entschieden habe, das so zu machen. Ich habe den jetzt hier mal ausgefahren und ich bin wiederum bei circa 1,40 Meter. Das entspricht nämlich der Höhe von hier oben, also von meinem Bahnhof Dobbingen, wo wir jetzt gerade die letzten Wochen immer gebaut haben. 1,40 Meter, okay, hier kommt ja noch der Aufbau, hier kommt, das bringen wir in den nächsten Videos noch rein, hier kommt ja noch eine Kante dran, wie gesagt, eine große Blende.
dann kommt hier unten noch mehr Beleuchtung rein. Denn hier unten, das seht ihr jetzt schlecht, ist der Arbeitsplatz, von dem ich immer meine Detailaufnahmen mache, wenn ich irgendwas bastle. Und dann wird die ganze Sache, wenn das dann mal fertig ist, so lange wird es nicht dauern, wenn das dann fertig ist, wie gesagt, hier oben alles verblendet, wird das dann noch in Eiche sozusagen hier mit so einer Lasur angepinselt, weil die Schrankwand, ihr habt es ja vielleicht schon mal gesehen in manchen Videos, die ist ja auch Eiche. Lasur, nee, nicht Lasur, die ist echt vor Nierholz hier. Und ja, so, dass das alles hier irgendwo ein Bild gibt. Dann möchte ich die Eisenbahn, wie alles in meinem Zimmer, nicht sehen, wenn ich damit nichts zu tun habe. Das heißt, meine Wendel ist ja hinterm Schrank. Die Anlage selber kennt ihr ja, wer es schon gesehen hat, ansonsten verlinke ich es nochmal, ist ja mit einem Rollo zuzumachen. Hier drüben der Teil ist ja hinter Schranktüren zu, die sehe ich auch nicht. Und hier diesen ganzen Bereich hier hinten rum, das wird alles zum Zumachen sein, wird aber wahrscheinlich über eine Art Vorhang gelöst, den ich dann sozusagen wie bei so einem Kino dann so aufmachen kann, wegfahren kann, hier drüben auch. Gleiches gilt hier übrigens für diesen Arbeitsplatz hier unten, der wird dann auch mit zugemacht und hinten der Drucker, der wird später auch nicht mehr zu sehen sein, so dass jetzt kommt gerade meine Frau, komm mal rein hier, ne, die traut sich nicht, okay, sozusagen, dass das alles nicht mehr zu sehen sein wird. Ja, und jetzt werde ich die Bilder dementsprechend euch noch reinmachen, so dass ihr gucken könnt, was ich habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, die Lampen, die ich angebaut habe, das, was ich hier angebaut habe. Und entsprechend dann, ja, kommen also immer wieder Videos, wie ich das jetzt hier aufbaue. Und irgendwann beginnt der Gleisbau. Nochmal ganz kurz zum Thema. Das sind weitere 3 Meter, die dazu gekommen sind. Hier drüben bin ich bei 4,80 Meter. Da hinten kommen nochmal 2,50 Meter. Also ich denke mal, ich werde genügend Material haben, sodass wir immer wieder weiter aufnehmen können. Und dass wir genug Zeit haben, noch ein bisschen was zu machen. Und hier drüben die Wendel auch noch. Alles klar, dann bringe ich jetzt die Videos rein oder die Bilder noch von dem vom Bau ein bisschen was machen. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.